Schönen guten Tag und ganz, ganz herzlich willkommen zum Konzert für Drehorgeln hier in der Basilika. Es ist einfach wunderbar, wie viele Menschen gekommen sind. Das konnten wir natürlich überhaupt nicht ahnen. Deshalb entschuldigen Sie tausendmal, dass gar nicht genug Programme da sind. Das erlebt man bei einem normalen Orgelkonzert leider nicht. Wir leben mit der Orgel, die wir haben in der Kirche, aber auch den Drehorgeln, leben wir in einem Gebet oder in einem Klischee. Die Orgel der Kirche wird immer mit der Kirche in Verbindung gebracht. Es ist ein Instrument, wie jedes andere Instrument, aber immer, ach, das ist Kirche, okay, gehen wir nicht hin. Die Drehorgel wird als Instrument auch nur auf der Straße wahrgenommen, als Unterhaltungsinstrument. Und heute werden wir diese Instrumente mal als wirkliche, wahre Instrumente erleben, die sehr, sehr verwandt sind, denn wir haben mit Wind zu tun, wir haben mit Orgelpfeifen zu tun. Lediglich das andere ist, dass ich mit den Tasten das spielen muss und die Drehorgelspieler müssen drehen. Den Klang, das werden Sie hören, das ist, weil es hier in der Kirche ist, wird es der Orgelklang sein, den Sie gewohnt sind. Ich finde es schön, dass jetzt so viele Leute da sind, denn deshalb werden Sie auch gut merken, warum wir eine so große Orgel hier in Kevela haben. Denn bei großen Wallfahrten, Öffnung der Wallfahrt, Abschluss der Wallfahrt und so weiter, sind auch so viele Menschen hier. Und dann kann man die kleine Orgel, die ich heute spielen werde, hinten kaum noch hören. Also Sie müssen die Ohren gleich aufspannen und lauschen, um den relativ leisen Instrumenten zu lauschen. Der Organist, der damals hier war und so eine kleine Orgel nur zur Verfügung hatte, war ganz frustriert und wollte dann so eine große Orgel haben. Das hat dann die Firma Seifert wunderbar gebaut, 1907. Die kann die ganze Kirche beschallen, auch wenn sie so voll ist wie jetzt. Nur heute nicht. Wir sind in der Restaurationsphase, aber Sie können sich darauf freuen. Es wird eine fantastische Sache. Wir sehen hier schon den neuen Spieltisch, der noch nicht angeschlossen ist. Viele Pfeifen sind schon wieder zurück aus der Werkstatt in der Orgel. Es wird kräftig intoniert und wir hoffen, in diesem Jahr noch die Orgel wieder zu hören, wie sie einst war. Ja, das könnten Sie heute mit einer Türkollekte unterstützen. Wenn Sie gleich rausgehen, werden vielleicht nette Damen da stehen mit Körbchen. Da können Sie diese wunderbare Sache der Restauration der so großen Orgel unterstützen. Jetzt habe ich aber genug geredet, denn jetzt kommt ein viel wunderbarer Mann, der sich mit Drehorgeln auskennt, der Herr Rath, der mit seiner Frau Heike Rath dieses Festival organisiert hat. Ich bin ganz begeistert, wie viel doch eine Leidenschaft für eine Sache bewirkt. Ich finde das enorm, dass Sie hier alle da sind, dass schon 3 Tage die Drehorgeln hier in der Stadt sind. Eine ganz enorme Sache. Und deshalb gebe ich jetzt das Wort kurz weiter an Herrn Rath. Viel Vergnügen und viel Freude. Kommen Sie nachher gut nach Hause und halten Sie das Wetter so im Sommer, ne? Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich bin total überrascht. Also vor 3 Jahren und 2 Monaten, wenn da jemand zu mir gesagt hätte, du wirst mal Drehorgel spielen, hätte ich dem Vogel gezeigt. Ein Freund von mir hatte diese Drehorgel und er ist plötzlich verstorben. Dann habe ich gesagt, in Andenken, ich übernehme die. Dass ich heute hier stehen kann vor Ihnen und so viele Menschen diesem Ruf gefolgt sind, flasht. Das ist wirklich so. Ja, meine Frau und ich, wir möchten uns ganz außerordentlich für den Support von der Wallfahrtsleitung, Herrn Dr. Killig, und auch vom Organist, dem Elmar, ich darf jetzt Elmar sagen, bedanken. Auch ohne diesen Support, den wir hier von der Kirche bekommen haben, hätten wir das niemals hingekriegt. Nie im Leben.
Ja, wir freuen uns natürlich hier mit unseren Drehorgelkollegen allen, dass wir hier vor Ihnen spielen dürfen. Wir finden, das ist auch eine große, große Ehre. Und eines von den Liedern, was gleich auch noch kommen wird, das ist von Leonard Cohen. Und da geht es in einer Strophe in etwa so, damit man es auch mal auf Deutsch hört. Ich tat mein Bestes, aber ich weiß genau, es war nicht viel. Ich fühlte nichts und suchte Nähe. Ich habe euch ehrlich die Wahrheit gesagt. Ich bin nicht hergekommen, um euch etwas vorzugaukeln. Und auch wenn bisher alles schief lief, eins stehe ich vor dem Herrn der Lieder mit nichts anderem auf den Lippen außer Halleluja. Und genau so fühle ich mich. Genau so fühle ich mich. Noch eine kleine Sache hier zum Ablauf. Wir bitten, weil wir viele Stücke hatten, auf Zwischenapplaus zu verzichten. Wir machen das dann so, dass wir am Ende von dem Konzert, wir haben leider auch nicht mit so vielen Leuten gerechnet, nicht genügend Programmhefte, aber am Ende wird man mitkriegen, kommen nochmal alle Drehorgelspieler hinter ihre Orgeln und dann können sie uns mit Applaus überschütten. Und für die tolle Seifert-Orgel tun sie einfach einen Schein rein in den Korb. Es knistert nicht und ist nicht so laut. Aber ich bin nicht von der Kirche. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen einfach ein gelungenes Konzert. Drücke uns die Daumen, dass wir alle die Nerven behalten bei so viel Ansturm und viel Spaß und Freude. Dankeschön.
Thank you.
zum Abschluss wollte ich einfach noch eines sagen. Das ist bei diesem Konzert, ich glaube, es hat Ihnen gefallen. Ich habe so den Eindruck. Es ist sozusagen vielleicht eine Art Geburtsstunde, die Sie hier auch miterleben, weil die Idee kam während des Konzerts dann auf, vielleicht kriegen wir es ja hin, wenn es der Wallfahrtsleitung auch gefallen hat. Ich denke, der eine oder andere war vielleicht hier. Wir regen einfach an, eine Drehorgelwallfahrt zu generieren, und zwar jedes Jahr. Auf die Art und Weise haben wir dann auf der linken Seite oder auf der rechten Seite einfach mal überholt und einigen Problemen aus dem Wege gegangen, die wir vielleicht hatten. Und ich hoffe, es wird was. Vielleicht hilft beten oder aber auch tun Sie einen Schein rein für die Seifert-Orgel. Es imponiert, garantiert. Alles Gute und ich hoffe, bis zum nächsten Jahr.